Ja, die Frage ist ja so, was soll ich hier tun? Okay. Hier ist nichts, nur ein paar Kronen. Nur ein paar mehr. Noch mehr. Das ist noch Plätze. Da kommen noch welche. Sie kommen immer aus dieser Richtung. Ja, es riecht nach Hubeln, ne? Das ist kein Leichen. Oh, noch mehr. Ah, okay, wir haben's. Sehr schön. Jetzt bleib mal stehen. Gute Arbeit, Hexer. Ich weiß. Hier ist der Lohn für deine Mühen. Danke. Also, das war die makabre Ernte. Gut, und was habe ich jetzt gemacht dafür, dass die Quest hier erfolgreich war? Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mache dir einen Sonderpreis. Und was ist dein Angebot? Ich bin deinem Schwager nämlich schon begegnet. Er und seine Männer können in Frieden arbeiten. Na schön, das ändert alles. Besser. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Gut, dann hätten wir das auch. So, die Wahrheit in den Sternen haben wir dann auf jeden Fall noch. Rückeranwesen. Kam nachts in ihre Hütte gekrochen, ohne ein Geräusch. Sie war schwanger, aber das hat ihn nicht interessiert. Oh. Ja, hallo Plätze. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Komm schon. Was soll das? So, einmal speichern. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt relativ schnell durchkommen. Oh, Mist. Egal. Wir bemühen uns einfach mal. Okay. Das war einmal komplett daneben geritten. Oh. Oh, okay. Was ist denn hier?
Hier wurde auf jeden Fall eine große Palisade errichtet. Der Vater, danke für deinen Raid. Vielen lieben Dank. Und willkommen an alle, die neu dazugeschaltet haben. Vielen lieben Dank. Wir sind hier gerade bei Witcher und versuchen hier irgendwie lebend an Ort und Stelle zu kommen. Das gar nicht mal so einfach ist. Reizt über die Brücke, das wäre super. Das wäre eine willkommene Abwechslung. Viel Spaß mit dem Ding. Ja, danke. Und wie gesagt, vielen lieben Dank für den Raid. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Und ja. Wir sind nämlich hier gerade bei Witcher beschäftigt und reiten wild durch die Lande. Und suchen einen Wahrsager. In der Hoffnung, dass man sie dass man ihn findet. Also so weit sind wir tatsächlich bei Witcher noch gar nicht. Was da wohl passiert ist? Ich war jetzt gerade mal das erste Mal in Novigrad. Vor einer halben Stunde. Und ich weiß gar nicht. Stufe 12? Ja, Stufe 12 haben wir gerade erst erreicht. Für mich auch mein allererster Versuch hier Witcher dreimal zu spielen. Hab nämlich jetzt in den letzten 2 Monaten die komplette Witcher-Reihe bis hierhin gespielt. Ich bin begeistert, wie gut diese Reihe einfach ist. Und ich bin sehr überrascht, wie groß diese Map ist, auf der wir hier sind. Die komplett. Ja, also ich habe mit Teil 1 angefangen. Im Februar, glaube ich. Den haben wir in gut, ja, 25 Stunden. 25, 30 Stunden durchgespielt. Den zweiten habe ich jetzt letzte Woche beendet. Und seit, ja, ich glaube, das ist jetzt der 5. Stream, sind wir bei Witcher 3. Aber der erste ist schon echt lange geführt. Ja, definitiv. Ich fand den ersten auch sehr, sehr schwer tatsächlich. Allein weil das Kampfsystem halt wirklich tricky ist. Also das ist mal so was völlig anderes. Der zweite war schon einzigartig. Der hat mich so in den Bann gerissen. Da habe ich eigentlich nur noch durchgespielt. Und ähnlich ist es jetzt auch bei Teil 3. Also, pure Liebe tatsächlich. Wo ist mein Wahrsager? Ah, da. Ja, okay. Kennen wir uns. Aber vorbeigelaufen. Nicht persönlich, obwohl ich dich schon oft gesehen habe. Ich habe eine Gabe. Das ist sein Meisterwerk. Ja, ich spiele ihn, wie gesagt, zum ersten Mal. Ich habe ihn immer abgebrochen. Aber nicht kostenlos. Weil ich einfach irgendwie nicht reinkam. Ich dann dachte ich, ja, komm. Teil 1 und 2. Dann 3. Machste. Und mittlerweile doch. Ich habe eine zweite Welt gefunden, in der ich leben kann. Die Bücher hole ich mir jetzt nächsten Monat auch, damit ich die endlich mal lesen kann. Und von der Serie war ich sowieso beeindruckt. Hier. Danke. Eine feine Gabe. Die ist wahrlich eine Weissagung wert. Na schön. Erzähl schon. Das ist die Masse, ich sehe einen weißen. Ja, alles tatsächlich selbst zusammengestellt. Mein Freund hat mir damals geholfen. Und die was heißt damals? Er hat mir den vor 2 Jahren doch die Schlange ist zusammengespart zu Weihnachten. Mit Hilfe von meinem Freund hat zusammengestellt alles. Das ist nicht die Zukunft. Und das ja, ich bin sehr zufrieden mit meinem Schätzchen. Davon gehört. Weil früher Witcher 3 lief anfangs überhaupt nicht auf meinem alten PC. Aber wenn du mir etwas Drachenwurz weil ich damals ein Let's Play zu machen wollte. In der Tat.
musste ich leider abbrechen. Aber einst wuchs sie in nach einer 3 Spielstunden. Höhle südöstlich von hier. Aber mittlerweile läuft super. Auch von der Grafik her halt. Ich kann halt wirklich auf den höchsten Einstellungen spielen. Was mir eigentlich sonst nicht wichtig ist, aber bei Witcher 3, das sieht so geil aus. Das muss man einfach genießen. Gut, mal sehen, was ich tun kann. So. Wo müssen wir hin? Da hinten. Mit Hilfe der Hexer sind eine Drachenwurz finden. Ja, das kann ja heiter werden. Weil ich ja auch die Sachen so gut finde. Bist du hier, um dich an unserem Unglück zu weiden? Ja, ich weide mich gerne an dem Unglück anderer. Du hast einen Beruf. Das bedeutet weniger Hunger. Die Richtung? Vor allem finde ich es auch toll, dass hier in diesem Teil auf Ciri halt auch eingegangen wird und dass man sie halt auch endlich mal sieht. Weil allein durch die Serie ist Ciri einer meiner Lieblingscharaktere. Und auch so interessant, dass ich die ganzen im ersten und zweiten immer drauf gehofft habe, dass man irgendwas zu ihr herausfindet. Aber dem war leider nicht so. Im ersten war eine leichte Anspielung, glaube ich. Aber das war's dann auch schon. So. Das kann heiter werden jetzt. Ich hatte erst den ersten Teil von Witcher gespielt, dann die Serie geguckt. Während die Serie lief, den ersten Band der Vorgeschichte gelesen. Den habe ich nämlich tatsächlich. Und dann jetzt halt gedacht, wo ich dann im Januar mit Stream angefangen habe, kam halt durch eine Abstimmung, dass ich Witcher spielen soll. Da habe ich mir gedacht, ach komm, du hast alle 3 Teile. Also, komm, ziehst du durch. Ja, völlig durcheinander. Tatsächlich, leider. Aber ich wusste bis vor 2 Jahren nicht mal, dass es Witcher gibt. Vor 2 oder 3 Jahren. Also ich bin da komplett neu gewesen. Und ich wusste weder, dass es Bücher gibt, noch wusste ich, dass es irgendwelche Spiele noch gibt. Das kam immer so etappenweise. Und ja, jetzt hole ich halt alles so ein bisschen nach. Weswegen ich natürlich auch nicht ganz so in der Materie leider drin bin. Und auch nicht ganz so viel weiß von der ganzen Hintergrundgeschichte. Wie gesagt, den ersten Band der Vorgeschichte, das weiß ich. Da kriege ich so einiges noch mit zusammen. Aber da hört es dann danach auch schon auf. Leider. Weil irgendwie ist mir damals auch nicht so in den Sinn gekommen, dass es zu Witcher 3 vielleicht noch Vorgänger geben könnte. Frag mich echt nicht, wieso. Ich dachte irgendwie, dass das so ein Teil für sich wäre. Ich habe mir bei der 3 im Namen nichts gedacht. Bis ich halt irgendwann gesehen habe, oh, es gibt ja noch mehr Teile. Komm, nimm's einfach mit. Sinne. Na gut, es gibt ja auch ein bisschen Scherz. Ja. Ja, stimmt. Ah, da ist es. Drachenwurz. Ob der Alte damit. Hey, danke für dein Follow. Vielen lieben Dank. Das ist ja auch nicht der erste Teil. Ja. Oh Gott. Ja, irgendwie es ist ja ich kam da halt irgendwie nicht drauf. Das war so. Ne. Was kann ich mit irgendeiner Reihe hatte ich das auch. Ich glaube, bei Assassin's Creed hatte ich das damals. Da hatte ich auch irgendeinen Teil mittendrin. Ich wusste aber nicht, dass es Assassin's Creed 1 gibt.
glaube, das war die Reihe. Da hatte ich das gleiche Problem. Und bei der Final Fantasy-Reihe. Aber da war ich tatsächlich noch ganz klein und ich dachte, der 10. Teil, ich kannte keine römischen Zahlen. Ich dachte nur so, oh, Mama, kaufst du mir Final Fantasy X? Ja, römisch 10. Heute weiß ich's. Heute kann ich nur sagen, ist vielleicht peinlich. Wenn man die römische Zahl nicht kann. Ja. Schon blöd. Ja gut, das spielt halt keine zusammenhängende Story. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei mir bei Witcher ja auch immer wieder gesagt wird, dass man die Teile halt nicht hintereinander spielen muss. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich es gut finde, dass ich sie jetzt alle hintereinander wegspiele. Weil ich halt mehr drin bin in der Story als vorher. Weil ich hier halt auch Charaktere treffe, die ich so, wenn ich zum Beispiel den zweiten nicht gespielt hätte, jetzt gar nicht wüsste. Deswegen. Wobei ich auch Angst hatte, dass der erste nicht läuft. Aber das erste einzige Problem, was ich beim ersten Teil hatte, dass halt die Haare so wild vor sich hingezuckt haben. Das sah leicht buggy aus. Ich habe sie immer liebevoll die Disco-Haare genannt, weil sie die ganze Zeit so auf und ab gezuckt haben. War schon funny. Oh, du bist zurück. So gucken, dass man nicht verschwinden. Muss mir sorry zu verstehen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Machen ja viele Spiele. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Aber die Musik in Witcher 3 finde ich auch so geil. Ich liebe diesen Soundtrack schon fast. Allein die Kampfmusik ist der Hammer. Und auch die ist in allen drei Teilen echt gut. Der auf einen einzelnen Turm zuhält. Im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren, aus dem Hen ich her. Dem ausgesäten Samenkorn. Bitlines Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Ja, wir gehen ja schon. Alles gut. Ach ja. So. Was haben wir denn jetzt noch für Aufträge? Hauptquest will ich gerade noch nicht machen. Ach ja, wir haben ja noch diese blöden Rennen. Und wir haben noch die Faustkämpfe auf jeden Fall. Womit ich aber überhaupt nicht klarkomme, ist irgendwie Quint. Da muss ich mich echt nochmal ransetzen. Das kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe. So, ist denn hier irgendwas davon in der Nähe? Da wären am Scheideweg. Und Schwarzzweig, okay. Würde mich freuen. Und vielen lieben Dank für dein Follow. Vielen lieben Dank. Nee, würde mich freuen. Und vielen lieben Dank auch nochmal für dein Raid. Vielleicht kannst du mir ja nochmal das ein oder andere zu Witcher beibringen. Weil, wie gesagt, ich bin ein totaler Neuling. Tatsächlich, so blöd wie es klingt, mir musste tatsächlich jemand sagen, dass es hier einen schnellen Angriff gibt, weil meine Tastatureinstellungen sowas von beschissen waren. Das war alles durcheinander. Und ich habe die ganze Zeit mit einem schweren Angriff gekämpft, weil ich dachte, ach ja, das ist ja auf der linken Maustaste. Und der schnelle Angriff ist bei mir auf Umschalt gewesen. Da denkt kein normaler Mensch, dass auf Umschalt, ne, normal schneller Angriff ist. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum stelle ich mich so blöde an?
Ja. Also ich mache hier noch einige Fehler, aber das ist für ein erstes, ich glaube für ein erstes Mal schlage ich mich ganz gut. Haben Witcher 2 gezockt. Oh, sehr geil. Sehr geil. Also in Witcher 2 habe ich mich verliebt, hatte aber bei Akt 3 Probleme. Bei Akt 3 habe ich mich echt dämlich angestellt. Zumindest bei 2 Missionen. Oh. Wo seid ihr denn gerade bei Witcher 2? Hätte ich jetzt aber auch nicht mehr gewusst. Ja, es ist. Ich wusste das überhaupt nicht. Ich dachte nur so, hä, ja, warum funktioniert das nicht? Warum macht es das nicht so, wie ich es möchte? Hab heute angefangen in Flotsam. Ah, okay. Die Gegend um Flotsam finde ich echt richtig geil. Das haben sie so gut gemacht. Ich habe mich in die Gegend tatsächlich verliebt. Ja, da war das nice, ja. Nee, war schon echt geil. Ah, Monsternest, sehr geil. Gut, wir haben auch Gott sei Dank noch eine Bombe. Das ist sehr erfreulich. Es hat auch Ewigkeiten gedauert, bis ich begriffen habe, wie das hier mit den Bomben funktioniert. Zeig mir, was du zu bieten hast. Brennt, meine Kleinen, brennt. Sehr. Kommst du denn bei dir? So. Ich finde auch, dass die Gegner in Witcher 2 echt geil gestaltet sind. Vor allem im Vergleich zu Witcher 1. Weil, wie gesagt, Witcher 1 auch echt gut ist. Das Einzige, womit ich da halt echt Probleme hatte, war die Steuerung. Da hat es echt mehrere Anläufe gebraucht, bis ich das halbwegs gereiht habe. Was hast du noch mit? Achso, ein Streitkolben. Ja, das brauchen wir nicht. Streitkolben brauchen und wollen wir nicht. Da nochmal hin. Versuche ich hier auch so viel wie möglich zu entdecken und mitzunehmen. Wird es wahrscheinlich kein 100% gewonnen, aber... Ah, wir haben gerade keine Bombe. Warte mal. Ah, mal kurz meditieren. So. Jetzt haben wir wieder. Ja. Jetzt haben wir wieder. Und was seid ihr? Oh, Neckarkrieger. So. Stirb. Ich mit euch. Oh, diese Musik. Ich könnte das stundenlang hören. Und nach dem ersten Stream, das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal geguckt, okay, wo gibt's die Playlist zu dieser Musik, zu dem Spiel? Ich gleich gespeichert. Gleich erstmal durchgehend durchgehört. Ja. Silver vom Monsters heißt das. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie das komplett heißt. Weil das habe ich in der Liste noch nicht gefunden. Ich glaube, da sind aber auch nicht alle Lieder mit drin. Ich glaube, das Lied von Blood and Wine fehlt auch. Was ich da in der Liste habe. Glaube ich, direkt am Anfang im Menüfenster kommt. Das habe ich, glaube ich, auch nicht. Da weiß ich auch noch nicht, wie das heißt. So, wo geht's als nächstes hin? Wäre da. Oder können wir da einmal hingehen? Dann einmal Schnellreise machen. Such Taverne. Und weh, ich treffe hier wieder so ein Waldschrat. Wir haben beim letzten Mal nämlich einen Waldschrat getroffen, der mir übel zugespielt hat. Also mal bei YouTube nach Silver von was. Das könnte ich mir auch schönen Dank anhören. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Wahrscheinlich sogar nachher noch, damit ich es nicht vergesse. Aber das Stück ist so geil. Ich liebe es.
Wird schwarze sind nicht für den erstochenen Nerven. Nein. Ich weiß nicht, ich war in irgendeiner Höhle drin beim letzten Mal. Ich glaube, gestern war das sogar. Und ich dachte, oh ja, da ist ja kein Waldschwarz. So. Ich bin nämlich vorher vor einem weglaufen, der echt. Der war scheiße. Und ich dachte, ja, geil, keine Waldschwarte. Hier sind nur Erscheinungen und irgend so ein komisches anderes Viech. So, und was taucht plötzlich auf? Ein Waldschrat. So, und mit meinen letzten Kräften, nervlich wie auch lebenspunktemäßig, habe ich ihn dann doch noch hingekriegt. War aber echt ein sehr harter Kampf. 2 Schläge und ich wäre tot gewesen. Und das Geile, ich hatte auch keine Schwalbe mehr. Ich hatte eine Schwalbe und ich glaube 2 Wasser und ein Hähnchen, meine ich. Es war nicht einfach. Aber mit Blut, Schweiß und Tränen haben wir es geschafft. Ich bin einmal komplett falsch gelaufen. Dann kann ich eigentlich auch dahin rennen. Die anderen, die Fragezeichen machen wir wann anders. Wir kommen hier eh nochmal hin. Dich will ich töten. Dich will ich töten. Komm her. Komm her. Nicht weglaufen. Och nö, kein Nebulink. Komm. Das wird scheiße. Nein. Noch einer? Ja, ja, natürlich. Es wäre ja auch schön, wenn die Nebelinge mal alleine wären. Komm schon. Keiner mehr? Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Hier noch irgendwas? Ja, ich ahne schon, dass wir bald wieder überladen sind. Nein, das wollte ich gerade nicht machen. Nein, dann nehme ich dazu, jeden kleinsten Mist mitzunehmen. Egal, ob ich es brauche oder nicht. Nehme es einfach mit. Schnellreise. So, einmal zur Taverne. Müssen wir da nicht den ganzen Weg hinlatschen. Was ist mit den Minen, in die er die Mädels aus Bella gebracht hat? Du bist der Hexenmann? Ja. Ich hab schon interessant. Woran denkst du? Was? Was guckst du? Ja, der Schmied hier. Aus der Stadt stimmt. Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer aus. Mhm. Genau richtig für unser Turnier. Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Ja, möchte ich. Was sagst du? Ja, ja. Liebend gerne. Das kann passt. Losgehen. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, den die Visage wie ein heißes Eisen zurechtklopfen wird. Seid ihr da mal nicht so sicher? Aua. Ein Geräusch, Oberschwanger. Aber das hat ihn nicht interessiert. Jetzt. okay. Wir haben gewonnen. Nicht übel. Aus dir könnte man einen Meister machen. Du musst noch Jonas besiegen. Viel Glück. Ja, den Jonas, den kriegen wir auch noch. Du hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Ich? Nö. Der da hat ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Der liegt da am Boden. Lass mich mit dem verspierenden Humpen in der Hand. Singt an meinem Grabe. Das Singen sollte er vielleicht lassen. Hey Katze. So, wo war das andere?
Das ist weit weg. Okay. Das ist da hinten. War das auch einmal? Haben wir das nämlich auch erledigt? Yeah.